Das Posieren mit Rentier Jörg für Zoodirektor Achim Winkler keine leichte Aufgabe. Gemeinsam mit den Organisatoren und Sponsoren wurde heute die Werbetrommel für den 7. Duisburger Zoolauf gerührt. Jörg ist das Maskottchen des Laufs. Zwar kann er sich selbst nicht anmelden, alle anderen Duisburger aber schon. Dies ist gegen eine Startgebühr von 30 Euro im Zweierteam möglich. Der Erlös soll in diesem Jahr dem Affenhaus zugutekommen. Damals, als es errichtet wurde, war es das größte und beste Affenhaus in der ganzen Welt. Das ist es nicht mehr ganz. Und von daher brauchen wir schon einige Geldmittel, um dieses Gebäude dann Schritt für Schritt zu ertüchtigen und zu den modernen Vorgaben zu entsprechen. Errichtet wurde das Affenhaus 1962. Es beheimatet mehrere Dutzend verschiedene Arten, vom Zwergseidenaffen bis zum Gorilla. Richtig heißt das Haus Äquatorium. Denn nicht nur Affen haben hier ihr Zuhause gefunden, auch Schildkröten, Faultiere und andere Tierarten aus dem Äquatorraum sind hier zu finden. Damit das Affenhaus bald in einem neuen Glanz erstrahlen kann, müssen 5,5 Kilometer bewältigt werden, quer durch den ganzen Zoo. Das sorgt auch bei Casino-Direktor Jochen Braun für Vorfreude. Ich versuche fast jedes Jahr mitzulaufen und ich werde es auch dieses Jahr tun, weil ich finde, so eine sportliche Betätigung im Jahr ist immer sehr wichtig. Nicht umsonst ist das Casino in diesem Jahr erneut Hauptsponsor des Laufs. Doch nicht nur das, das ganze Jahr über werden Events mit dem Zoo geplant. Dies soll nicht nur Geld in die Kassen spülen, sondern auch den Fokus auf den Zoo lenken. Den 1000 Teilnehmern des Staffellaufs wird dies wohl definitiv gelingen. Und es lohnt sich für jeden Einzelnen. Auf jeden Fall. Ich kann es jedem nur raten, halt ja diese besondere Atmosphäre auch mal hier im Zoo bei einem Lauf zu erleben. Und wenn wir dieses Jahr auch wieder Glück mit dem Wetter haben, steht eigentlich nichts dagegen. Dem Sieger winkt vor allem Ruhm, Ehre und Jubel. Und das nicht nur von den zahlreichen Zuschauern. Die Siegerehrung findet nämlich bei den Seelöwen statt.